Hallo, 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 hey, 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 hier ist die Iris von Unique by Iris und hab mich schon geschminkt, also BB-Creme, Palette 8, habe ich mir bestellt von den Angeboten, aber ich habe gehört, die soll nächstes Jahr ins Sortiment kommen und deswegen habe ich gedacht, jetzt ist sie zwar nicht erhältlich, aber ich zeige sie euch. Weil sie ja vielleicht nächstes Jahr kommt. So, wollte heute auch nicht so ein langes Video machen. Deswegen heute nur Augen-Make-up. So. Eye-Primer, wie gesagt, BB-Creme, alles Rouge, schon fertig. Primer, ich glaube, da habe ich noch einen angefangener gehabt, sparsam wie ich bin. Nein. Reicht ewig. Weiß auch noch nicht. Also wie ihr seht, ich habe da nur ein bisschen mit dem Finger rumgestipst. Aber so ist es noch ganz frisch und neu. So, Augeprimer ist schon immer wichtig. So. Bin am Überlege. Läuft da eine kleine Mücke. Bin am Überlege, welche Farbe, ob ich dieses Jovial, wie? Jovial oder Invincible. Invincible heißt es. Ist das sowas wie Invisible? Durchsichtig? Hoffen wir nicht. Also nein, wir nehmen mal dieses Invincible und als dunkle Farbe Profound. Das ist so ein bisschen. Rostrot. Die ist auch sehr schmal, diese Palette. Sehr gut zum Mitnehmen. Schaut mal im Gegensatz. Diese das ist Palette 7. Die ist höher. Obwohl die gleiche Menge drin ist, steht es drauf. Wahrscheinlich sind die Fächer breiter. Okay. Wir beginnen. Also ich nehme mal dieses Invincible, das ist wie Gold. Bald ist Weihnachten. Ja, alle Nachrichten da weg. So, Pinsel, Pinsel. Ja. So was, also Gold, aber auch ein bisschen bräunlich. Lässt sich super auftragen. So. Bin ich jetzt erst live? Ne, weil da stand gerade Unique by Iris ist live. Also. Palette 8. Invincible. Da unten kommen dauernd Nachrichten. Nee. Will ich jetzt nicht so, also braun, Gold, ja, wie kann man das beschreiben? Außergewöhnlich sieht es auf jeden Fall aus. Okay. Hier auch. Ihr wisst ja, das ist besser, das Schimmernde bei Schlupflider. Das Schimmernde übers ganze Lid oder das Helle, also das Helle. Und die dunkle Lidschattenfarbe dient dazu, dem Auge Tiefe zu verleihen. Ja, gefällt mir schon ganz gut. Ich liebe das halt an der Palette. Man kann also jede Farbe passt zu den anderen. Hier bin ich ein bisschen skeptisch. Nicht so meins. Die heißen die Wondrous und Upbeat. Gelb ist nicht so mein Fall. So. Okay. Lässt sich auch super auftragen, auch wieder hochpigmentiert. So. Okay, muss ich mal gucken, ob meine
Pinsel. Ich glaube, ich habe nicht alle Pinsel putzt, aber der ist geputzt. Weg hier, die Kommentare, also nicht Kommentare, aber Nachrichten vom Messenger will ich jetzt nicht sehen. So, das ist profound. Dunkel ist wie Rost. Sind so warme Farbe. Nicht zu viel, man weiß nicht, wie dunkel es wird. Vorsichtig. Ja, scheint ganz. Banane heißt es ja. Hier wie so ein V. Mach das mal vorsichtig, weil ich das nicht so dunkel haben will. Schon bemerkt bei Farbe von Unique, die sind so hoch pigmentiert. Wenn man da richtig mit dem Pinsel reingeht, ist es wirklich sehr arg. Und deswegen mache ich das hier vorsichtig. Also das Gold, muss ich sagen, irgendwie hat es was. Ja, man kann es ein bisschen wie Messing. Messing kann man das doch, Messing könnte man so sagen. Ah, und ich denke, es wird sich auch als Highlighter eignen. Das ist wirklich, man braucht echt total wenig. So. Blendungspinsel. Hat mir halt auch gefallen. Ich stehe ja manchmal sehr auf Grün, dass hier so Tannengrün, würde ich sagen. Dabei ist das, finde ich, auch gut, aber jetzt wollte ich mal echt das Knallige ausprobieren. Das Gelb und das Senffarbene ist ja groß in Mode zurzeit. Also Winterfarbe. Mal sehen. Oft ist es ja so, dass man selber denkt, oh nö, das steht mir nicht, aber andere sagen, sieht gut aus. Ich habe mir schon mal geschminkt, wo ich gedacht habe, ih, sieht voll, habe ich voll die Komplimente gekriegt. Naja, lässt sich super verblenden. An der Palette ist es halt das Tolle, finde ich, dass alle Farben zusammenpassen. Man muss nicht gucken, passt das zu dem, passt das zu dem. Nein, die sind schon so ausgewählt für so faule Leute wie mich, dass es alles passt. Da war ja auch ein Eyeprimer dabei und war natürlich total mit Ersparnis. Ja, jetzt muss ich aber hier. Seht ihr, jetzt schimmert dieses Gold hier durch. Ja, geht besser mit dem. Und jetzt nicht denkt, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass dieses Rost zu rot ist. Merkt ihr, ich versuche manchmal schon jetzt Hochdeutsch zu reden. Obwohl ihr liebe Freundin habt, die meint, ihr gefällt, wie ich rede. So. So. Also lässt sich super verblenden. Sieht ungewöhnlich aus. Naja, ungewöhnlich nicht, aber ich weiß nicht genau, ob das als Highlighter nicht zu arg ist. Obwohl. Schön verblenden. Nehmen wir heute auch zwecks der Wirkung. Hier muss ich noch ein bisschen die 4D-Mascara. Und sage jedes Mal, wenn jemand sich für die Geschäftsmöglichkeit von Unique interessiert, bitte meldet euch. Ich bin sehr zufrieden. Vor allem in dieser Zeit. Man hat auch gesagt, wenn jetzt nicht Unique hätte ich. Ich habe ja Personal Coach. Ich bin technische Zeichnerin gelernt. Dann habe ich im Erziehungsurlaub
Personal Coach gemacht. Ich habe mein Kind erst mit 40 gekriegt. Und dann wollte ich in einem Ingenieurbüro, technische Zeichnerin. Da geht es einfach, ging das einfach nicht mit Teilzeitarbeit. Also da ist es dann so, dass deine Kollege deinen Teil übernehmen müsse. Und das ist, seht ihr, jetzt ist es zu arg. Dann habe ich Personal Coach gemacht, das hat aber gar nicht, also macht mir schon Spaß, habe viel über mich gelernt. Erste Grundstudium Psychologie, dann Personal Coach. Aber hat mir kein Geld eingebracht. Und dann durch Zufall bin ich ja zu Unique gekommen. Und das bringt mir Geld ein und ich liebe das auch. Nicht zu so dunkel ist. So. Lidstrich würde ich sagen, machen wir auch braun. Man kann natürlich auch mit so einem Pinsel. Nee, aber das ist mir nicht. Nee, wir machen normaler Lidstrich mit Kajal. Aber nicht das dunkle Braun, sondern das hellere. Hier ist es. Linie. Mal näher hin, ja. Sag mal. Ah, hallo, mein Schatz, guck zu. Mein größter Unterstützer ist mein Mann. Und wo mein Vater noch gelebt hat, der hat auch immer meine Videos geguckt und geliked. Mit 90, hallo. So. Die sind braun. Wimpern müssen wir noch hochbiegen. Dieses Braun eignet sich. Sind ja eigentlich gut Naturfarbe, ja. Irgendwie so richtige Weihnachtspalette mit Gold und Grün. Ja, auf das Grün bin ich mal gespannt. Aber ich gucke immer, dass ich mich so schmink, wie meine Klamotte sind. Weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber irgendwie finde ich das cool. So. Ja, hier ist mir das ein bisschen dunkel. Ich hätte da nicht nachtragen sollen. Aber es ist passiert. So, und wir machen jetzt auch dieses. Wo ist der kleine Pinsel? Dieses Goldding hier. So. Wimperntusche, wie gesagt, nehmen wir mal Primer und die 4D. Aber die schwarze 4D. Ups. So, melden Sie noch gar nicht Bogen. Iris ruhig Blut. Zack. So. Mein Schatz, jetzt siehst du mal, wie so Folter. Nein. Ich habe zwei Cousine, die in Amerika leben. Amerikanerinnen und Engländerinnen schminken sich mehr wie deutsche Frauen. Und ich weiß noch, die haben, wenn die ihre Eltern besucht haben in Österreich und wir waren dort zu Besuch, war das für mich,
Die hatte im Badezimmer, da hat jede 2 Stunden braucht. Die hatte Perücke, Haarteile, falsche Wimpern. Es war für mich als Kind ein Paradies, wenn ich dort. Die sind viel älter wie ich, über 70 schon, wenn ich dort rumstiere durfte in der nähere Kosmetiksache. Richtiges Paradies, ein Mädchenparadies. Mein Vater wäre durchgedreht, wenn meine Schwester und ich so lang braucht hätte. Auch Perücke, das war ja, das ist ja für eine deutsche Frau, aber mein früherer Chef hat mal gesagt, eine Amerikanerin bringt nicht mal den Müll raus, ungeschminkt. Dort läuft die, meine amerikanische Kollegin, die war natürlich auch Bombegeschäft, weil dort halt wird halt mehr Kosmetik gekauft, weil die Frau sich mehr schminke. Aber ich bin ja auch zufrieden hier. Aber das ist mir gerade eingefallen. Ich zuguckt, wenn die sich angemalt in alle möglichen Schichten, Cremes, Puder, also. Jetzt der Augenprimer, dann machen wir nur eine Schicht, lassen wir ein bisschen antrocknen. Bevor man durchkäme. Also der Primer tut ja die Wimpern pflegen und stärken. So. Stärkt die und vor allem er macht sie auch noch länger. Unter dem Mascara. Was mir nicht so gut gefällt, ist mit der Twisted Mascara. Muss man sehr trocknen lassen, der Primer. Weil sonst die Bürste, wenn der Twisted Mascara weiß wird. Ich mache lieber den Primer unter die 4D. Weil die ist schon der Knaller. So. Schätzchen 4D. Das muss jede Frau haben. Einfach must have. Langsam aufmachen. Auch glaube auch bald wieder eine neue. Langsam, dass da nicht so viele Klumpen hängen. So, jetzt zickzack. Hochdrehe. Kann man so viele Schichten aufbauen, wie man will. Nur trocknen lassen zwischendrin natürlich. Sonst klebe die alle zusammen. So, Achtung, das habe ich gerade gesehen. Also wenn euch da verschmiert, überhaupt kein Problem. Die ist nicht wasserdicht, die geht ganz leicht weg. Die könnt ihr mit dem Waschlappen entfernen. So, habe ich nämlich nicht alle erwischt. Hier vorsichtig, die Bürste ist ziemlich groß. Dankeschön. Ist das von meinem Schatz noch oder ist hier noch jemand Unbekanntes? Zeigt euch! So, also Primer ist getrocknet. Ich glaube. Kennt ihr das, wenn die Mascara manchmal so zu Ende geht, dann hängen da mehr Klumpen. So. Zickzack. Hochdrehen. Wir lassen ja dann die erste Schicht trocknen. Weg hier. Nachricht und Zeuge. Also, eine 4D-Mascara ist einfach super. Schon wieder eine Sprachnachricht. So. Ich kämme die dann aber zwischendrin durch. Natürlich, wenn es getrocknet ist. Das ist ganz ungewohnt, gell, dass ich so bräunlich, aber irgendwie finde ich es cool. Am Anfang war ich sehr am Überlegen, aber ihr konntet ja entscheiden, Palette 6 oder diese neue. Denkt, nee, muss die neue auch mal. Ist auch mal up to date sein. So. Zickzack.
ganz rumdrehen, damit sich die Y-förmige Fasern, ist übrigens vegan-freundliches Produkt. In der andere Epic-Mascara ist Bienenwachs, hier aber nicht, also gar nichts von Tiere. Ach so, ich liebe einfach dieses Business mit Unique, ich liebe die Produkte und möchte es gern mit euch teilen. Zwei Schichten, lass mal trocknen. So lang. Heidelippenstift. Habe ich neulich gelesen, wenn man so Fältchen hat wie ich, leider Gottes 55, ist es gut, einen Lip Liner zu benutzen, dann läuft der Lippenstift nicht. Normalerweise läuft das Bläschen auch nicht raus, aber sicher ist sicher. Hier könnt ihr natürlich auch schummeln und praktisch die Linie ganz genau, aber an die äußere Linie von der Lippe machen. Schaut ihr? Dann sieht der Mund schon voller aus. Stellar heißt der, weiß ich noch, war am Anfang immer ausverkauft. Ich denke, Gott, die Weiber, die kaufen den braunen, sie doch irgendwie. Haben ihn einmal bestellt. Jetzt gibt's ihn nicht mehr. Jetzt liebe ich den total. Seht ihr, der hat so einen Applikator, der ist so gebogen. Also auch richtig reinkommt und ihr müsst den trocknen lassen. Ein Flüssiglippenstift, der soll also nicht glänzen, der ist auch matt. Trocknen lassen und dann hält er euch ewig. Hier habe ich den Nägel. Seht ihr, das passiert mir auch. So, jetzt dritte Schicht. Drei Schichten mache ich immer. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Deswegen ratzfatz soll das gehen. Also ich bin selber jetzt echt, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Mit diesem Gold. Wir probieren es nachher als Highlighter. So. Wiegel, wiegel, roll. Unseren Wimpernprimer ist übrigens auch in verschiedene Frauenzeitschriften hat einen Preis gekriegt als der beste Wimpernprimer. Unique Kosmetik ist einfach was mehr. Bisschen stinkt ist, dass ich es nicht schon früher kennengelernt habe. Der hätte meine Haut besser aussehen. Hallo, Christine. Bist du das? Hm? Ja. Dann wird meine Haut noch besser aussehen. Leider kenne ich das erst seit 3 Jahren, benutze die Hautpflege seit 3 Jahren. Gut, ich bin 55, aber ich denke immer, wenn ich es früher kennengelernt hätte, hätte man einige Falten vielleicht verhindern können. So, drehen. Unser 4D-Mascara, die muss man so hoch drehen, damit sich, da sind Fasern drin, damit die sich mit den Wimpern verbinden. Sind auch gleich am Ende. So. Hier vorsichtig, die Bürste ist ziemlich groß. Ist auch unterschiedlich. Auf einer Seite hat sie kurze Borste für die Dichtigkeit. Nein, fürs Volumen. Und auf der anderen Seite lange Borste. Deswegen ist es so wichtig, dass man sie dreht.
für die Länge. Praktisch anstatt falsche Wimpern. So. So. Hier unten muss man auch, die Bürste ist natürlich größer wie von der Twisted und hier klebe sie auch jetzt ein bisschen zusammen. Aber so. So, jetzt versuchen wir das mal mit dem Highlighter, mit dem Gold. Oh, hier muss ich ein bisschen, hier sind sie zusammengeklebt. Das wollen wir nicht. Ihr wisst, dass ständig auch Wimpern ausfallen. Also man hat immer kürzere und längere Wimpern. Weil sie sich ständig erneuern, wusste ich auch nicht, wie neulich gelesen. Hier hätte ich noch gern ein bisschen. Und hier sind sie, glaube ich, echt ein bisschen schon kurz. Ich glaube, ich muss mir wirklich eine neue aufmachen. Diese klumpt hier blöd rum. Na, die ist die lila. Ja. Ich habe da hier eine. Ja, geht viel besser. Ich glaube, die andere wird langsam leer. Oh Gott, neulich habe ich gelesen, was alles passieren kann, wenn man seine Wimperntusche zu lang benutzt. Augeentzündung, Wimpernkracher ab. Ja gut, aber denen gesagt, da ist welche, die sind total trocken und angetrocknet. Ich meine, hallo, so hell muss man sein, dass man weiß, dass man die nicht mehr benutzt. So, hier geht's besser damit. Ja, eine neue. So. So, jetzt versuchen wir das mal als Highlighter. Pinsel. Wo habe ich denn den Pinsel? Das ist eigentlich ein Highlighter-Pinsel. Das probieren wir jetzt gleich mal. Mit Gold schließlich ist bald Weihnacht. Nur ein bisschen so stupf wie den Hai. Weiß auch nicht, ob ich das richtig so mache. Ja, lieber mein kleiner Pinsel. Naja, so Gold hat was. Das wird dann verblendet. Aber hier muss man es vorsichtig machen. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist zu dunkel. Nehmen wir mal so einen Highlighter-Stift. Ich glaube, das ist zu dunkel als Highlighter. Es soll ja das Auge öffnen und deswegen hell sein, wie das sind. Aber das ist der andere. Benevolent. So. Seht ihr, der hat auch so ähnliche Farbe, aber ist. Ja, der ist heller. Das war zu dunkel, dieses. Ja, ist auch ein bisschen dunkler wie Gold. Kann man durchaus auch mit so einem Pinsel. Das mal schön an der Kante von der Augenbraue. So. Was auch das Auge öffnet, ist einmal mit einem weißen Kajalstift. Zeige ich euch beim nächsten Mal. So. Da bin ich blöd. Sehe. Gar nicht richtig.
Das Licht irgendwie blendet mich das Licht. So. Jetzt. So. Und den anderen Highlighter werden wir jetzt mit dem Puderpinsel, habe ich neulich extra putzt, verblenden. Einfach mit dem sauberen Puderpinsel könnt ihr Highlighter, seht ihr, mit dem Rouge und alles prima verblenden. Hier, glaube ich, das war zu arg. Machen wir wieder weg. Farbe sind zu stark. Ich liebe zwar den Glitzer, aber so. So, er muss schon. Freitagabend, Make-up, Setting Spray. So, hier war wieder. Ach Gott, seht ihr zerstört aus. Eure Iris Riegel von Unique by Iris. Ich wünsche euch ein wundervolles, wenn auch kaltes Wochenende. Macht's gut. Denkt, bleibt positiv. Wir sehen uns am Montag wieder. Einen schönen Abend noch. Ja, bis dann. Tschüss.